Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Cell to Singularity. Ich sollte mich erstmal vernünftig hinsetzen, damit ich hier nicht so am vorderen Bildrand klebe. So. Jetzt habe ich so viel gerade mit Familie rumtelefoniert, dass ich tatsächlich an einem Punkt bin, wo wir uns locker Pluto zur Aufwertung leisten können und dann endlich Eris frei oder wahrscheinlich eher im deutschen Eris freischalten. Ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich absurd teuer und gar keinen Spaß machen zu leveln, aber here we go. Das hilft ja nichts. Da müssen wir jetzt durch. Zeig her das Ding. Selten hübsch. Das könnte grafisch, also abgesehen davon, dass die Krater und so nicht passen, könnte rein farblich so unser Mond sein. Wahrscheinlich auch von der Größe, keine Ahnung. Müssen wir mal nachgucken. Spannender Flug durchs Weltall. Motion Sickness incoming. Okay. Wie weit draußen ist das Ding? Homer, Pluto, Marke, Marke. Der muss... Ah, da unten. Darf ich es anfixieren? Nö. Gut, dann ignorieren wir das. Haben wir hier ein Clickable? Also wir können das gerade mal mitnehmen. Nicht, dass das viel bringt, aber... Nichts, was hier rumschwirrt und anklickbar ist. Alles klar. Gut, dann nicht. Das kostet ja... Ein Level kostet schon knapp 3,40 €. Oh, das bringt aber beim Durchlauf auch einfach E39. Okay, das ist sweet. Das ist halt okay. Und es braucht relativ lange. Das ist nicht okay, aber das ist zumindest auf einem Punkt, wo ich sage, okay, das kann ich zwischendrin einfach mal per Hand anklicken und dann läuft das eine Weile und bringt zumindest ein bisschen was. Und wenn das automatisiert ist, dann bringt das sogar einiges. Aber dann würde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich... Was würde ich denn als nächstes machen wollen? Kuipergürtel? Haumea? Beide wahrscheinlich. Kuipergürtel ist günstiger. Ja, und Vesta müssen wir irgendwann machen, aber Vesta machen wir irgendwann, wenn es entspannt ist. Also irgendwann, wenn wir bequem in diese Richtung kommen. Also wenn wir unser Einkommen pro Sekunde vielleicht auch mal auf irgendwie so E36 oder so angehoben haben. Da würde ich auf jeden Fall vorher auch nochmal Marke Marke aufwerten. Ich weiß nicht, ob der Körpergürtel sich halt wirklich lohnt nochmal, ne? Aber der geht halt schon... Dann so in den 2,8 E34 in wie viel? 0,3 Sekunden. Also er macht dann schon so E35 pro Sekunde locker. Da sind wir gar nicht so weit von entfernt. Also das level ich jetzt so an. Das geht auf jeden Fall. Dann fehlen dann nur noch 6 Level. Der bringt auch schon mal ein bisschen was mehr. Ja, guck mal, das sind jetzt noch 6 E39. Das sind halt 3 Durchläufe hier. Und der Rest kommt schon so nebenher. Also wahrscheinlich brauchen wir nicht mal 3. Okay, das passt. Dann würde ich hier tatsächlich auch keinen Speedboost reinhauen. Das habe ich nämlich tatsächlich im Event gerade nochmal gemacht. Weil ich da immer noch nicht wirklich vorwärts gekommen bin. Wir können mal den Text lesen. Eris, nach der griechischen Göttin der Zwietracht und der Streitigkeit benannt, ist einer der größten Zwergplaneten in unserem Sonnensystem und ist am weitesten von der Sonne entfernt. Ein Tag auf Eris hat ungefähr die gleiche Länge wie ein Tag auf der Erde. Was aber nur bedeutet, dass er sich ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit um die eigene Achse dreht wie die Erde im Verhältnis zu seiner Größe. Okay, jetzt wüsste ich halt tatsächlich ganz gerne, wie groß ist aber das? Kann ich sogar nachgucken. Lass mal gucken. Gib mir mal, ja, den deutschen Artikel finde ich super. Ist der massereichste und nach Pluto zweitgrößte bekannte Zwergplanet des Sonnensystems. Das ist auch so ein Wort, was mir hier fehlt. Einfach
ist einer der größten bekannten Zwergplaneten unseres Systems. Aber ja, der zweitgrößte nach Pluto, unter den bekannten, zählt zu den Plutoiden, einer Unterklasse von Zwergplaneten, die jenseits der Neptunbahn die Sonne umrunden. Ist Stand 2019 das größte erfasste Objekt im Sonnensystem, welches noch nie von einer Raumsonde untersucht wurde. Bekannt ist ein Mond namens Dysmonia. So, wie groß ist denn der Lachs hier? Zeig mir mal Äquatordurchmesser. Oh, ich glaube, das kommt ungefähr mit. Ich glaube, der ist sogar kleiner als der Mond noch. Ja klar, wenn Pluto kleiner ist als unser Mond. Warte mal. Also unser Mond hat einen mittleren Durchmesser von so 3400 Kilometern ungefähr. Der Äquatordurchmesser von Eris ist 2326 plus minus 12 Kilometer. Laut Wiki. Also halt nochmal so ein Drittel kleiner vom... Circa ein Drittel kleiner vom Durchmesser her. Okay. Ach, Mensch, hier gibt es sogar Größenvergleich. Oh, kann ich das einblenden? Gib mir das mit einem neuen Tab. Ich würde gerne nur das Bild angezeigt bekommen. Das wäre total töfte. Okay, ist gar nicht mal so groß. Und kann ich dann... Warte. There it is. Krass, da sind sogar die Monde mit bei. Aber ja, da haben wir nämlich auch gleich noch Homer und Marke Marke und ganz viel anderen Kram, die mir hier allen... Setna ist übrigens was, was uns auch noch begegnen wird. Definitiv in diesem Let's Play. So viel kann ich schon mal spoilern. Setna hat eine crazy, crazy Umlaufbahn. Einfach von der Größe her. Setna schon weird shit auf jeden Fall. Okay. Ja gut, dann haben wir das da auch verortet und dann level ich hier noch ein bisschen den Kuiper und dann... Ach guck mal, da sind wir schon auf 71. Das geht jetzt echt zügig, ne? Das geht schon fix. Tatsächlich. Nicht ganz angenehm. Dann lass uns doch... Hier können wir gleich noch ein Level mitnehmen. Nämlich jetzt. Fehlen dann nur noch drei. Lass uns noch mal kurz ins Meso rüber gucken. Da habe ich nämlich total vergessen in der letzten Folge, nachdem wir den Dinosaurier freigeschaltet haben. Hier Hüfti-Mac-Hüftspeck. Einfach total vergessen, den Text vorzulesen, was wir tatsächlich noch mal machen könnten. Iguanodon war ein großer, massiger Pflanzenfresser, der aufrecht ging und lange Greiffinger hatte, um Nahrung zu suchen, sowie markante spitze Daumen, um Raubtiere abzuwehren. Das würde ich mir gerne nochmal... Das ist die richtige Richtung, ne? Oder? Ja. Dann kommt er nämlich jetzt... Naja, also lange Finger erkennen, also ja, lange Greiffinger. Also spitze Daumen sehe ich. Lange Greiffinger. Weiß ich jetzt nicht so, aber lassen wir mal so stehen. Gut, hier können wir ja eigentlich gerade noch was mitnehmen. Irgendwie haben wir nicht ein bisschen was. Kriegen wir. Wir können auf jeden Fall 4 T-Rex mitnehmen. Dann reicht das für eine Geode. Wie sieht es beim Triceratops aus? Können wir zumindest mal 30 Level draufhauen. Didjet. Macht die krass, wir sind mit Level 30 fast schon wieder durch, ne? Also halt 5 Geoden noch. Das ging jetzt halt echt zügig. Wie sieht es hier aus? Teuer. Okay. Das braucht aber auch noch. Da habe ich tatsächlich hier noch ein klein bisschen was aufwerten können. Also Spinosaurus, die beiden Upgrades sind jetzt, oder die Merkmale sind beide auf 3.
Das hat ein bisschen was gebracht. Kann ich hier oben noch was leveln gerade? Bin halt nicht abgeneigt, Brachiosaurus vielleicht gleich nochmal zu leveln. Wie sieht es beim Plesiosaurus aus? Ja, der braucht auch 30, komm. Gib mit. Ja, wird schon irgendwie passen. Wie sieht es hier aus? Auch nochmal 30. Ja, dann mache ich vielleicht doch erstmal das Gerumpel. Aber guck mal, die 3, das dauert auch nicht mehr lange. Hier sind es noch 17, 20, 16. Also das braucht jetzt alles nicht so ewig. Läuft. Dann gucken wir nochmal ganz kurz ins Event rüber und dann mache ich, glaube ich, einen kleinen Cut. Und lass es dann, ja, ich weiß nicht, ob ich es hier idlen lassen will. Schon eigentlich, weil hier der Speedboost läuft. Also ich lasse es, glaube ich, hier idlen, bis ich die 4 E12 zusammen habe und dann gehe ich vermutlich rüber ins Beyond. Oder ich koste hier den Speedboost noch aus und gehe dann so in gut 3 Stunden rüber ins Beyond. Achso, heute Abend dann irgendwann. Gucken wir mal. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Hier hat sich halt auch nichts weiter getan, tatsächlich seitdem. Jo, und dann sehen wir uns mal wieder, wenn wir entweder im Beyond spannende Sachen machen können, was vermutlich nicht so schnell geht, oder tatsächlich hier im Event mal irgendwas reißen können und mal in die Nähe von der, will ich es Goldmedaille nennen können, vom Gold Achievement, wenn wir Richtung Ende des Events kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Von daher erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher und ich beende die Folge gar nicht. Ich mache nur einen Cut. Was erzähle ich hier? Bis gleich, wollte ich sagen. Ja, moin. Da sind wir wieder dabei. Und es ist eigentlich nur so ein ganz kurzes Status-Update. Es ist noch der gleiche Abend wie vom Anfang der Folge, beziehungsweise wie vom Stream. Und ja, ich wollte wirklich nur sagen, okay, das ist jetzt das, was ich noch gemacht habe. Und zwar habe ich Haumea noch aufgewertet. Das hatten wir, glaube ich, nicht mehr im Stream. Nee, wir hatten, glaube ich, Make Make noch aufgewertet, aber Haumea nicht mehr. Haumea war dann der Plan, dass ich das mache. Das habe ich gemacht. Das war ganz okayisch. Ich habe zwischendurch keinen Speedboost reingehauen. Das war dann irgendwie so, ja, nee, komm, lass mal nicht machen. Stattdessen bin ich jetzt dabei, Make Make nochmal aufzustufen, damit wir dann mal irgendwann hier Land sehen. Und werde danach vermutlich, mal gucken, lohnt es dann den Käupergürtel aufzuwerten? Vermutlich nicht mehr. Muss ich mal gucken. Also jetzt auf jeden Fall Make Make auf 25 bzw. Rang 2. Das ist so der Deal. Und dann muss halt Eris bzw. Eris auf Rang 1. Das ist dann, glaube ich, so die Sache. Dann produziert er auch schon mal so knapp 6E40 und ist dann hoffentlich noch ein bisschen schneller als 16 Minuten, also dann wahrscheinlich eher so ein 8,5 Minuten. Das ist dann irgendwie was, womit man halbwegs arbeiten kann. Also womit wir dann irgendwie ansatzweise zu den 1,3 gerundet E42 kommen, sonst dauert das einfach alles ewig. Mal gucken, Käupergürtel würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufwerten, diesen, also wenn wir noch auf Stufe 11 sind, wenn nicht unbedingt nötig. Mal gucken. Aber ja, das ist so der Stand im Beyond. Im Event kam tatsächlich noch ein bisschen was. Also tatsächlich noch mehr als gedacht. Da geht es vielleicht auch noch eine Idee weiter. Da muss ich auch noch ein bisschen was lesen. Den Start hatten wir ziemlich sicher, oder? Ja, den Start hatten wir ziemlich sicher. Unser letzter Plan war, glaube ich, auf die Bodenunterstützung zu sparen. Und exakt das habe ich getan. Hatten wir die sechseckigen Spiegel drin? Nee, ziemlich sicher auch nicht, oder? Ich glaube, bis hier habe ich noch vorgelesen.
Also bis hier hatten wir alles. Und dann ist sechseckiger Spiegel relativ. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Webbs beeindruckender Hauptspiegel hat einen Durchmesser von 6,5 Metern. Er ähnelt einer goldglänzenden Honigwabe mit einer Anordnung von 18 kleineren Sechsecken aus vergoldetem Beryllium. Nur einer der Gründe, warum dieses Projekt so teuer ist. Bodenunterstützung. Bodenunterstützung für die Webb-Mission wird vom Space Telescope Science Institute in Baltimore, Maryland bereitgestellt. Das Labor wird die mit dem Teleskop gesammelten Daten verbreiten und Beobachtungsvorschläge aus der ganzen Welt entgegennehmen. Weihnachtsstart. Der Start des Webb-Teleskops war ursprünglich für 2007 geplant, wurde jedoch durch aufeinanderfolgende Verzögerungen auf den 25. Dezember 2021 verschoben. Der mit Spannung erwartete hochkarätige Start am Weihnachtstag war letztlich ein Erfolg. Die NASA beschrieb ihn als makellos. Reise zu L2. Das James-Webb-Teleskop wird 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt am Lagrange-Punkt 2 kreisen. Lagrange-Punkte sind Punkte, an denen die Schwerkraft zweier Körper, in diesem Fall der Erde und der Sonne, perfekt ausgeglichen sind. Hier kann das Teleskop relativ zur Erde stabil bleiben. Genau, das sieht man nämlich in Wirklichkeit auch nochmal. Irgendwo hatten wir schon so ein schickes Bild dazu, in klein quasi. Hier sieht man so ein klein bisschen. Ne? Hier ist die Sonne, hier ist dieser L1-Punkt, hier ist die Erde, hier ist der L2-Punkt. Und ja, das bleibt quasi genau in dieser Höhe stabil zur Erde, weil das da ein Punkt ist, wo ja quasi die Anziehungskraft der Sonne und der Erde sich so ausgleichen, dass es eben stabil an diesem, also mehr oder minder stabil, kleinere Kurskorrekturen sind halt nach und nach nötig, aber eben nur kleinere, dass es eben relativ entspannt an dem Punkt bleiben kann. Spannende Sache, ich kann es auch nicht 100% erklären, prinzipiell würde man ja denken, okay, die Sonne ist hier, die hat ihre Anziehungskraft, die Erde ist da, also müsste das ja irgendwie, das beides in eine Richtung ziehen, aber ich bin leider weder Astronom noch Physiker, als dass ich das jetzt komplett korrekt erklären könnte. Das wäre vielleicht auch mal irgendwas für Stream-Doku, dass wir da irgendwie so ein Mini-Erklärvideo zu gucken, würde mich tatsächlich auch interessieren. Also in Wirklichkeit habe ich vorhin schon ein kurzes Video dazu gesehen, halt so ein ganz grob 3 Minuten, wir erklären hier so die absoluten Basics. Aber auch nur kurz überflogen und war halt auf Englisch, also für den Stream eher so, nee. Die meisten verstehen zwar wahrscheinlich Englisch, aber dann vermutlich auch nicht alle. However, Reise zu L2 ist inzwischen auch abgeschlossen, genauso wie das Aufklappen der Sonnenblende. Es dauerte 13 Tage, bis sich das Webb-Teleskop vollständig entfaltete. Ein komplexer Tanz mit vielen Schritten. Die Entfaltung der Sonnenblende war ein besonders spannender Moment, da es in dieser Phase bei den Tests Probleme gab. Glücklicherweise verlief sie diesmal ohne Probleme. Jo, und jetzt spare ich quasi gerade auf Spiegel aufklappen. Es geht auch ganz gut, wir sind jetzt bei einem Einkommen von 3E9 relativ glatt. Haben hier auch nichts mehr zu machen, außer die ersten Bilder zu holen. Ich frage mich, wann erste Bilder kommen und wie teuer das wird und wie weit das hier noch weggeht. So viel kann eigentlich nicht mehr kommen. Also Spiegel aufklappen, dann wahrscheinlich noch Spiegel justieren. Also und vielleicht noch Feinjustierung oder keine Ahnung oder Kurskorrekturen oder keine Ahnung. So 2 Updates könnte ich mir noch vorstellen und dass die dann zusammenlaufen auf erste Bilder, wobei erste Bilder halt wirklich Zukunft auch ist. Jo, mal gucken. Das wird wahrscheinlich noch einen Augenblick dauern. Wo hier so schön 2 Tage, 20 Stunden dran steht, wir haben auf jeden Fall noch massig Zeit und ich werde aber wahrscheinlich auch erst wieder in ungefähr 20 Stunden zum Aufnehmen kommen, also morgen nach Feierabend. Deswegen wollte ich jetzt nochmal so ein kleines Status-Update mit reingeben. Und wir gehen nochmal kurz ins Meso rüber, da bin ich nämlich schon wieder resettet. Also der Reset hat jetzt halt, keine Ahnung, einen halben Tag gedauert.
Das ging echt ganz zügig und wir haben hier auch schon wieder 2, 3 Sachen gemacht, 4 sogar. Das Daumenhorn hatten wir schon drin, ne? Ne, hatten wir nicht. Hatten wir noch nicht. Iguanodon ist einzigartig, da er ein spitzes Horn anstelle eines Daumens hat. Paläontologen haben die Theorie aufgestellt, dass dieses für den Kampf oder zum Aufbrechen von Samen und Früchten verwendet wurde. Jetzt ist es ein Horn anstelle eines Daumens und hier hat er noch markante spitze Daumen. Ist jetzt, will jetzt nicht Erbsen zählen, aber so korrekt wie das Spiel sonst ist. Aber gut, es mag in der Übersetzung einfach untergegangen sein. Ja, hier gab es noch einen kleinen neuen Text, den ich jetzt bei Level 31 oder bei Stufe 31 irgendwie nicht erwartet habe. Deswegen, also der kam beim Reset. So schnell konnte ich aber irgendwie nicht in die Aufnahme. Die Knochen von Dinosauriern liegen nun unter ihren Füßen. Ihre Nachkommen fliegen durch ihren Himmel. Die Vergangenheit dieser Erde kann nicht vergessen werden. Wir haben vieles über die Geschichte der Dinosaurier erfahren. Nun geht es weiter in die Zukunft. Offensichtlich noch nicht. Also, weil wir schalten ja immer noch neue Saurier frei. Den Text fand ich halt ein bisschen weird. In der Hauptsim ist halt auch nichts dazu gekommen. Da kommt erst auf Stufe 33 das nächste. Also, oder war es doch 31? Ich guck gleich nochmal rüber. Oh, wir müssen... Habe ich gestern die tägliche Belohnung mitgenommen? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal rüber gucken. Können wir uns hier noch was Sinnvolles leisten? 10 Spinosaurier wären auf jeden Fall sinnvoll. Was ist denn das Maximum, was wir da kaufen können? 13, okay. Nee. Ich bin versucht, erstmal 10 T-Rex zu nehmen. Na, scheiß drauf, passt schon. So, wie sieht's denn mit dem Velociraptor aus? Der kann noch 10 mitnehmen. Und Triceracop. Können wir easy 40 packen. Okay, gute Sache. Dann sind wir doch da auch ein bisschen weiter. 1E22, 2E22. Ist 6E22. Okay, never mind. Habe ich hier noch ein bisschen aufwerten können. Auch hauptsächlich über den Shop dann. Oh, guck mal. Stacheln für 200. Nehme ich doch. Und das Daumenhorn für 100. Auch das nehme ich gerne mit. Mehr Aufwertung finde ich gut. Dann haben wir das hier auf 6 und 7. Das ist schon mal nicht verkehrt. Können wir das Daumenhorn noch aufwerten? Perfekt. Es wird doch. Okay. So, dann einmal kurz in die Primärsimulation. Ich vernachlässige die halt total, ne? Also es geht halt gefühlt nichts. Also da ist halt auch nichts los, ist so der Punkt, ne? Außer, dass wir jetzt halt 2% schneller sind mittlerweile, aber es ist halt so, ja. Oh ja, das ist tatsächlich noch das von gestern. Krass. Ist halt einfach mal so ein Tag vergessen. Nun gut, aber es war eh eine Frage der Zeit. Ich hätte es gern nicht so spät gehabt. Oh, krass, wie ich das halt gestern Abend... Ich glaube, da war ich einfach schon pennen und heute Morgen habe ich es dann einfach völlig vergessen. Aber ja, also einmal am Tag in die Hauptsimulation reingucken dafür, da muss ich halt echt dran denken. Das gemacht hätte, hätten wir jetzt in quasi 1,5 Stunden schon die 5. Video mitnehmen können, statt jetzt erst in rund 24 Stunden, aber nun ja. Wir gucken noch mal ganz kurz. Nee, Rang 33 im Meso brauchen wir. Also schon noch 2 Level ab. Ja, gut. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich weiter idlen will. Ich glaube, beim James Webb tatsächlich nicht. Also ich bin heute vielleicht jetzt noch so eine Stunde wach. Wahrscheinlich nicht mal mehr. Aber das hier ist jetzt so ein Punkt, so das kann halt bequem über Nacht laufen, das passt schon. Ich glaube, ich möchte am ehesten nochmal so ein bisschen ins Meso. Weil da wahrscheinlich zeitnah noch ein bisschen was geht.
dann vielleicht noch so eine halbe Stündchen ins Beyond, weil wir da am ehesten den Progress brauchen. Also was heißt brauchen, aber da will ich ihn am ehesten haben. Und da ist er am zähesten, sagen wir es so. Da wäre es halt schon sinnvoll. Jo. Gut, dann mache ich hier nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich. Einen wunderschönen guten Tag und wir sind mitten in der Folge. Ich muss gar keine Begrüßung machen. Läuft bei mir. Was nicht so gut läuft, ist das Event. Das ist slow. Ja, es ist slow. Das ist es. Aber wir haben zumindest den Spiegel mal aufgeklappt. Der Spiegel des Webb-Teleskops wäre zu groß gewesen, um in einem Stück auf eine aktuelle Trägerrakete zu passen. Daher verwendete das kompakte Design kleinere Spiegel, die sich aufklappen und im Weltraum zusammenfügen lassen. Winzige mechanische Motoren verschieben sich minutiös, um jedes Spiegelsegment perfekt zu fokussieren. Ja, das haben wir noch geholt und irgendwann soon TM, also das sieht jetzt hier mit 3,74 zu, wir brauchen nur 4,0, sieht halt aus, ja, haben wir ja gleich, aber das braucht leider noch ein bisschen. Also das ist nicht so fix, wie man denken mag, also das geht heute Abend schon noch klar, aber... Ja, dann noch Hauptspiegel mit 9E13 und ich habe keine Ahnung, was danach kommt und wie teuer das wird. Mal gucken. Also locker in den E14-Bereich und... Oh nun. Also wir verbessern Start um 100%, da kriegen wir halt locker nochmal 8E8 raus. Das ist halt schon ganz nice. Das lohnt schon. Aber ja, insgesamt ist bislang so... ja. Ist eher träge. Warum nehme ich dann auf? Aus zwei Gründen. Grund Nummer eins. Das Jenseits. We finally did it, boys. Wobei noch nicht ganz, aber fast. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Also spätestens, wenn der Kollege hier durchgelaufen ist, dann haben wir das. Wie viel brauchen wir, um Vesta aufzuwerten? Wir brauchen nur noch 10 Level... 9,68 E41, okay. Also spätestens in einer Minute haben wir das. Beziehungsweise jetzt in einer Minute. Die werden wir vermutlich auch brauchen, weil zwischendurch, glaube ich, nichts irgendwie ansatzweise so viel bringt. Ja, gucken wir mal. Ich konnte zwischenzeitlich tatsächlich Eris aufstufen. Und habe dankenswerterweise genug Kärtchen bekommen, um hier das Speed-Up direkt auf 10, auf 10, auf Stufe 3 zu bringen. 10 wäre schön. Das ist halt ganz nice. Dadurch ist es halt nicht super slow und er bringt halt 5 E40, 5,5 E40 pro Durchlauf. Das ist halt echt ganz nice. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Ich habe hier zwischenzeitlich noch so ein, zwei Sachen aufgewertet, die nicht so elementar wichtig waren, aber so Mond mal auf 9... Das hatten wir vorher, glaube ich, noch nicht. Genauso wie Mars- und Asteroidengürtel. Irgendwie sowas. Und zack, da haben wir es. Stufet auf. Jawohl, jawohl. Brauchen wir alles nicht, aber egal. Und dann können wir das Ding mitnehmen. Und dann können wir gleich das Universum resetten. Ich habe auch noch zwei neue Achievements geholt. Nebenbei beim Leveln. Hellbob-Auszahlung, Triton, Erde... Oh, gut, das hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, aber immerhin ein Sternbildfragment. Da gab es auch zwischendurch noch eins, das heißt, wir sind bei Sagittarius. Jetzt immerhin bei der Hälfte. It is something. Nun ja, wir könnten jetzt Ceres zum Beispiel nochmal leveln. Sehe ich mich aber ganz ehrlich nicht. Ich sehe eher ganz ehrlich, na wobei, den Durchlauf hier sehe ich halt auch nicht mehr. Wir könnten halt Halley's Comet schon nochmal irgendwie auf Stufe 6 bringen, theoretisch. Und das ist halt wirklich schnell gemacht. Wir lesen erstmal die Achievements und dann gucken wir mal weiter. So, einmal ist das neu. Fly me to the moon. Titan ist der einzige Saturnmond, auf dessen Oberfläche sich ein Landemodul befindet. Die... Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht.
Huygens, eine Sonde, wurde 2005 dorthin geschickt und ist seitdem das am weitesten von der Erde ausgereiste Raumfahrzeug. Doubt it. Aber okay. Sie hat die ersten jemals gemachten Fotos der Oberfläche eines weiten... Oh Gott, eines weit entfernten Mondes zurück zur Erde geschickt. Das Wort weit entfernten hat mich gerade total... Ich so, was? Weit entfernt? Was? Müssten das nicht zwei Worte sein? Ist weit entfernt? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber, warte mal, Titan. Haben wir nicht eine Sonde, die einfach an Pluto schon vorbei ist, längst? Und irgendwo, ja natürlich, die, ich habe den Namen gerade vergessen, die ist doch schon bis deutlich in den Kuipergürtel und hat da irgendwas... Beobachte, die hat ja aber auf jeden Fall Bilder von Pluto zur Erde geschickt und Pluto ist nun mal weiter weg als... Also deutlich weiter weg als Titan. Also deutlich weiter weg. Ich meine, ne, da kommen halt noch zwei Planeten dazwischen. Hier auch garantiert irgendwo mit bei, oder? Wie die Sonde hieß. Nicht? Damn. Oder ich überlese es gerade einfach. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr auf den Namen von der Sonde? Die hatte irgend so einen total obvious Namen. Aber okay. Ja, wir werten das nochmal auf. Schaden kann es nicht. Schaden kann es nicht. So, und dann Universum upgraden, bitte. Yes, please. Das alles erledigt. Kuipergürtel erfolgreich erforscht. Ich bin mal gespannt, wie lange der nächste Bereich dauern wird. Ich müsste echt nochmal gucken, ob ich das noch zusammenkriege, wie lange wir jetzt für den Reset hier gebraucht haben, aber gefühlt wirklich fast eine Woche. So, gibt's hier noch was Fetziges? Neues Episches. Himmelskörperkosten reduzieren. Und das trifft sämtliche Himmelskörper. Nice, die Goldlöckchenzone, da ist sie. Boah, und das Kometen-Rare, das ist... Ganz nice. Hallischer Komet, ja. I'll take it. Hell Bob, Neptun, Mond, Europa. Zwei Sternbildfragmente, aber das ist halt richtig nice. Richtig, richtig gut. Oh, ich bin gespannt. Jede Grenze, die wir überschreiten, entfernt uns weiter von der Sonne und bringt uns näher zu den Milliarden von Planeten und Sternen, die gerade noch außer Reichweite bleiben. Wie weit erstreckt sich die Reichweite der Sonne? Und was liegt jenseits davon? In seinen Magnetfeldern eingewickelt, Sonnenwind an meinem Rücken, ich renne weiter, um den äußeren Rand der Bubble zu durchbohren. Warum ist der erste Satz immer so gut und der zweite Satz ist so eine grammatikalische Fehlgeburt? In seinen Magnetfeldern eingewickelt, Sonnenwind an meinem Rücken, ich renne weiter, um den äußeren Rand der Bubble zu durchbohren. Es klingt wie jemand, der ein trauriges Gedicht auf Twitter geschrieben hat. Wie weit erstreckt sich die Reichweite der Sonne und was dahinter liegt? Danke, so weit waren wir schon. Nutzen Sie die Heliosphäre. Okay, ich werde es versuchen. Erstmal nutze ich... diese zwei Sternchen für Sagittarius, dann sind wir da nämlich einfach mal auf 9 von 14, brauchen nur noch 5. Sweet, kaufen Rang, ja bitte.
Crank up that shit. Wie ab es geht. So, wo ist denn eigentlich mal das neue... Haben wir noch gar nicht, ne? Das neue epische Feed nenne ich es jetzt einfach mal. Ist einfach noch nicht am Start, ne? Oh, dieses Aufleveln am Anfang, ne? Es macht auf einmal einfach so viel Spaß auf einmal. Weil, also es ist halt total stumpf, aber es ist halt so... Oh, Progress. Es fühlt sich einfach so gut an. Was brauchen wir denn? Heliosphäre aufstufen? Haumea auf 6. Uff. That will take a while, aber wir kriegen tatsächlich nur die Heliosphäre neu. Und wir haben ein Ziel weniger als eben. Okay. So, Sonne auf 9 für das erste ist gar nicht mal so das Drama, da hatten wir die schon. Io, Jupiter kann nochmal mitgelevelt werden. Ganymed. So, danach komm, gib einfach nochmal Ganymed mit. Saturn, Callisto. Oh, ich hätte jetzt Bock auf einen Ballisto, wenn ich ehrlich bin. Welches ist euer Lieblingsballisto? Ich weiß gar nicht, welche Sorten es inzwischen alle gibt. Also ich kenne die rote, die grüne und die lilane. Keine Ahnung, ob es noch mehr gibt. Ich schwanke sehr zwischen der roten und der grünen. Die rote ist halt sehr, sehr trocken. Also da ist halt überhaupt nichts fancy drin. Das ist halt gefüllt Schokolade mit Staub, aber finde ich auch irgendwie ein bisschen geil. Weiß ich nicht. Also im Zweifelsfall glaube ich wirklich die rote. Sehe ich mich schon. Ja, ich glaube, Sonne auf Stufen kommen wir da. E32, das ist nicht so wild, da kommen wir schon noch zügig hin. Würde ich sagen. Also wir sind zwar erst bei E20, aber... Da geht halt schon noch was. Sobald wir hier irgendwie Titan freigeschaltet haben, ist ja auch alles hübsch. Nicht Titan, Triton. Warum verwechsel ich die beiden ständig? Wo ist denn... Ich suche nach wie vor unser neues episches Dingsy. Das habe ich halt noch nirgendwo gesehen. Vielleicht gucke ich auch die ganze Zeit dran vorbei, das kann gut sein. Aber vielleicht kommt es auch einfach noch, das kann auch sein. Tja, lassen wir das einfach kurz vor sich hin rödeln oder... Ah, wobei, der bringt ja beim Durchlauf schon E23. Nee, das geht. Das geht. Mein Level in Neptun stecken. Dann leveln wir Uranus einfach so. So, aufgewertet, dann geht das doch. wobei, können wir das einfach hier direkt aufwerten? Das wäre halt super sexy. Die Goldlöckchenzone. Mache ich einfach mal. Da müssen wir nämlich nicht warten. Das macht halt einfach alles günstiger. Die Goldlöckchenzone, auch habitable Zone genannt, bezeichnet die Region um einen Stern, in der die notwendigen Konditionen vorherrschen, welche für die Entstehung von Leben notwendig sind. Planeten wie die Erde mit Wasser an der Oberfläche und einer atembaren Atmosphäre könnten in diesen Zonen anderer Systeme gefunden werden.
So, kriegen wir hier genug für Triton an den Start? Jo, kriegen wir gleich. Zack. Wie ab er geht, ne? Es ist so krass, wie viel der produziert an dem Punkt. Ja, direkt weiter aufwerten. Zack, zack. So, dann können wir uns nämlich wahrscheinlich auch gleich... Oh, wir haben irgendwas erledigt. Ich habe keine Ahnung, was. Irgendwas haben wir erledigt. Nehme ich mit. Finde ich gut. Was bekommen wir? Oh, haben mehr Auszahlungen. 10 Stück gleich. Großartig. Marke, Marke, ein bisschen was. Richtig gut. Pluto einmal kurz anleveln. Ja, dann gibt man ein paar Punkte in Neptun hier. Dann können wir Triton gleich nochmal pushen. Hat das gerade 2 E28 gebracht? Holy shit. Das ist eine Menge. Das bringt 3 E29, damit können wir Shoemaker Levi 9 leveln und das Ding gleich nochmal. Pluto direkt hier auf. So, dann müssten wir doch auch... dann können wir schon fast die Sonne aufstufen. Noch nicht ganz, aber fast. Das nochmal mitnehmen, wobei das lohnt, glaube ich, fast nicht mehr, oder? Wobei, kann man schon alles noch machen. Hat inzwischen irgendjemand das neue epische Dingsi gesehen? Ich nicht. Ich Pluto noch mal aufleveln. Ja, machen wir mal. Schadet schon nichts. BM 5E31, nice. Dann nehmen wir das nochmal mit. Ja, hier können wir die Umlaufbahn auf jeden Fall mal verbessern. Herr Bob einmal anleveln. Shoemaker Levi 9. Ja, das läuft ja alles. Und dann, wie wir einfach alles leveln können, ne? Ach, das brauchte sogar nur... Ach stimmt, das hat ja jetzt auch alles günstiger gemacht. Stimmt, ist ja einfach alles nochmal günstiger geworden. Sweet, so. Zwergplanet. Leider nur eine Kopie, aber trotzdem eine gute Sache. Hellbob, Kuipergürtel. Dann sind wir hier schon mal kurz vor der nächsten Stufe. Das ist ziemlich sweet. Was braucht man sonst noch? So, wir müssen theoretisch noch 3 Merkmale aufstufen. Foto von Iris machen, das ist halt auch relativ easy zu erledigen. Auf Stufen Ganymed. Dauert nicht mehr so lang, ich würde aber tendenziell doch erstmal hier rein investieren wollen. Krass, wie schnell das hier jetzt geht. Also der entscheidende Punkt ist, es wird wahrscheinlich noch deutlich länger dauern, um den Rest hier freizuschalten, klar. Wir sehen auch schon, für den Körpergürtel brauchen wir dann plötzlich schon irgendwie E34. Das braucht schon einen Augenblick, wobei wir können Hellbob jetzt erst nochmal leveln. Ja, guck mal, dann bringt er doch mit einem Durchlauf auch schon E33. Das ist doch soweit alles ganz cute. So, Ganymed. Wo war's? Hier. Aufgelevelt. Bisschen Dark Matter mitgenommen. Astronomische Missionen abschließen. 4 Stück. Das ist natürlich mal eine Ansage. Aber jetzt auch nicht so dramatisch viel. To be fair. Pluto müssen wir noch 2-mal aufstufen. Auch das sollte nicht das Problem werden. Triton und Callisto. Ach, guck mal, wir haben ja jetzt noch einen Slot verfügbar, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, komm, Oberon, rein da. Rein in den Aal. Stimmt, durch Stufe 12 haben wir noch einen Slot bekommen. Voll gut, dann werden wir mit den Dingern auch bald mal fertig. Also,
Charon ist dann durch und Oberon, also in über 24 Stunden, und Oberon muss dann nochmal. Aber das ist schon okay. So, was brauchen wir hier? Triton. Stufe 6. Ja, auch nicht mehr so weit entfernt. Callisto Stufe 8. Klingt schon eher teuer. Ah, nö. Geht halt total. 1C35 ist jetzt auch nicht so ewig weit weg, ne? Wir leveln gleich mal den Käupergürtel an. Das geht schon. Dem fehlt hier noch ein Teil, auf jeden Fall. Also da geht auch noch mehr. Beim Aufleveln dann hoffentlich. So, vielleicht lassen wir das einfach gerade mal mit sich selbst alleine hier ganz kurz. Aus dem einfachen Grund, dass wir noch ein bisschen mehr zu tun haben und jetzt gerade schon wieder 20 Minuten aufnehmen. Wir gehen mal rüber ins Meso. Da bin ich nämlich fertig mit Stufe 32. Können wir noch irgendwas kaufen? Bringt noch irgendwas Mutagen? Nö. So, haben wir ein bisschen was gekauft. Keine Ahnung, hat eigentlich nichts wirklich gebracht. Wir haben hier noch ein neues Merkmal vom Iguanodon, nämlich wechselnde Haltung. Iguanodons Haltung hat sich im Laufe seines Lebens verändert. Während jüngere Iguanodon sich hauptsächlich als Zweibeiner fortbewegten, nutzten die älteren Iguanodon auch aufgrund des gestiegenen Körpergewichts, alt und fett sind sie geworden, zusätzlich die Vorderläufe, um sich vierbeinig fortzubewegen. Gut, mir egal, wie sie sich fortbewegen, wir nuken hier alles. ...3790 Kreaturen weg und wir haben die Paleognathär. Oh Gott, Paleognathär. Die sind neu in der Hauptsim. Dann haben wir da mal wieder was zu tun. Nicht, dass das viel machen würde, aber okay. Nicht so viel Spannendes hier dabei. 800 Mutagen in einer Geode ist halt schon ordentlich viel. Oh, der Ichthyosaurus. Da waren ein paar viel Vokale drin. Der Ichthyosaurier, meine Güte. So schwer kann das noch nicht sein. So. Ich bin gespannt. Oh Gott, es ist auch einfach so messy hier, ne? Es ist so unübersichtlich und es wird nicht besser. Aber ich stelle fest, wir kriegen inzwischen, und wir brauchen 15 inzwischen, ordentlich. Ich stelle fest, wir kriegen in einem Durchlauf inzwischen echt reichlich Mutagen. Das ist schon mal ganz nice. Weil eine Geode bringt inzwischen halt so im Durchschnitt 550 Mutagen. Das heißt, wir kriegen halt in einem Durchlauf hier locker, naja, wenn wir 18 Geoden aufmachen, kriegen wir locker 9000 Mutagen mindestens. Also 9000 Mutagen im Worst Case tatsächlich. Ichthyosaurier, da ist er. Wo ist er hier? Hier unten. Macht Sinn, dass er beim Plesiosaurier mit dran hängt. Wir lesen schon mal, während wir warten, dass wir uns den leisten können. Ichthyosaurier waren Meeresreptilien. Ähnlich wie moderne Delfine hatten diese Kreaturen große Augen, lange Schnauzen und kurze Hälse. Sie atmeten Luft und gebaren lebende Junge. Krass, es waren halt einfach Säugetiere. Also, jein. Sie müssen die Jungen nicht zwangsläufig gesäugt haben, aber er ist trotzdem schon crazy. Wir nehmen gleich 10 davon mit, das macht ja auch Sinn. Wobei es wahrscheinlich deutlich schneller wäre. Na komm, wir haben es ja gleich. Das sieht sich jetzt kurz aus. Komm, gib mir die 1,8. Danke.
Er sieht so happy aus. Und ein bisschen kartoffelig, aber vielleicht hängt das auch einfach zusammen. Ich würde gerne in den Fotomodus. Nee, falsche Richtung. Wo war denn? Wir müssen ein Bild machen. Ich will eins. Spring nochmal. Ah, Mist, da ist die Sonne nicht mit drauf. Ach, es ist aber lichttechnisch auch nicht toll. Ich hätte gern so ein totales Klischeebild gehabt, aber okay. Scheiß drauf, passt so. Oh, haben wir gerade 20 von den Daumen hier bekommen? Nice. I like that. Wie sieht's hier denn eigentlich aus? Ah, für 2000 alles. Okay, das überzeugt mich noch nicht so. Wir haben aber auch eh keine neuen Sachen, ne? Wir haben gar keine neuen Merkmale bekommen, also ist das auch alles halb so wichtig. Die beiden gehen halt noch ein bisschen, aber das... wir gucken gleich mal, wie das hier in ein paar Sekunden aussieht. Leveln hier in der Zwischenzeit mal das nach, was einigermaßen Einkommen bringt. Können wir gucken, ob wir uns noch einen Ichthyosaurier leisten können. Jawollo. Gibt es nämlich gleich noch eine Geode zum Mitnehmen. Boah. Merkmale aufstufen, viermal. Ja nun, also dreimal jetzt noch. Na, guck mal, das sieht auch schon ganz gut aus. Das läuft, dann nehmen wir das noch mit. Dann nehmen wir das noch mit. Und das noch. Und für 4000 kaufe ich das sicher nicht. Wir das Daumenhorn aufwerten und dann machen wir jetzt noch zwei von den Low-Level-Dingern hier für 1000. Dich und dich und dann Geode öffnen. Danke. So, und dann warte ich hier nochmal bis zum nächsten Durchlauf, wo wir dann vermutlich auch die wechselnde Haltung weiter pushen können. Das ist halt ganz nice. 317, achso, stimmt, wir können die unteren Dinge einfach mal nachleveln. Und dann irgendwie hier mal das ganze Mutagen mitnehmen. Da kommt nämlich inzwischen auch ein bisschen was zusammen. Kann man nicht direkt machen, oder? Hier hätte ich gerne noch 10 Stück von. Danke, das sind nämlich nochmal 40 Mutagen. Ein Traum. So, und sobald wir das hier irgendwie halbwegs fertig abgefrühstückt haben, gehen wir in die Hauptsim rüber. Gib mir Ditte nochmal. Dankeschön. Oh, dieses Progress-Gefühl, ne? Es hat einfach so lange gefehlt. So gut. I love it. So, und das lassen wir erstmal ein bisschen vor sich hinrödeln. Das ist okay. Let's go. Primärsimulation. Ja, nehmen wir mal mit. Männliche Inkubation. Ich bin gespannt. Bei den meisten Vogelspezien, das sind nicht Spezies, brütet das Weibchen die Eier, indem sie auf ihnen sitzt, bis die Jungen schlüpfen. In dieser Spezies brütet jedoch das Männchen. Fluglos. Diese Vögel haben Flügel, aber sie nutzen sie nicht zu fliegen. Zum Fliegen. Fliegen dann groß. Sind hier auch Pinguine damit bei? Paleognathea. Nee, nicht Thea, Tae. So rum. Oh Gott. Er ist auch so eternally awake. Auf jeden Fall. So, was können die Biester denn? Paleognathae. So. Eine Gruppe größtenteils flugunfähiger Vögel. Erwähnenswert ist deren pseudoreptilischer Gaumen, die verhältnismäßig kleinen Gehirne und die Tendenz der männlichen Vögel, die gelegten Eier zu bebrüten. Scharfer Geruchssinn. Kiwi. Kiwis sind kleine... Achso, wir könnten den Geruchssinn erstmal lesen, ne? Kiwis haben ein schlechtes Sehvermögen und sind auf ihren stark entwickelten Geruchssinn angewiesen, um Futter zu finden.
Am Ende ihrer langen Schnäbel befinden sich Nasenlöcher, mit denen sie in der Lage sind, Beute auf dem Boden zu orten. Zum Kiwi. Fantastisch. Wie viele Paleon-Dingsi können wir uns eigentlich leisten? Eine Menge. Machen wir das doch mal. Werden die dann relevant? Nein, nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Es sei denn, da kommen noch irgendwelche absurden Sachen hier mit zu. Gucken wir mal. 250% für den Tritt. Die langen Beine des Strauß machen ihn zu einem kraftvollen Läufer und ermöglichen ihnen ihnen einen starken Tritt. Sie besitzen außerdem lange Krallen an ihren Vorderzähnen, wodurch der zugefügte Schaden an Angreifern erhöht wird. Ah, plus 5 auf Damage. Strauße. Der Strauß ist die größte lebende Vogelart. Er ist unfähig zu fliegen und hat einen langen Hals und lange Beine. Sie sind schnelle Läufer und legen riesige Eier. Durstmanagement. Aufgrund der Wasserknappheit haben Emus sich derart entwickelt, dass sie viele Tage ohne Trinken überleben können. Ohne Zutrinken. Wenn sie schließlich eine sichere Wasserquelle finden, trinken sie teils bis zu 10 Minuten ohne Unterbrechung. Wow. Der Emu. Die Emus sind große, flugunfähige Vögel mit langen Hälsen und Beinen. Sie können bis zu 50 km/h schnell laufen. Sie können für längere Zeit ohne Essen oder Wasser auskommen und sind ein wichtiger Teil der indigenen australischen Folklore und Mythologie. Okay. Und das war's dann mit den Viechern. Auf Rang 38 geht's weiter. Das sieht von der Form aus wie ein Cardinal. Also diese typisch roten Vögel, aber ich kann da auch total daneben liegen. Also ich bin mir halt nicht sicher, ob der hier hinten halt so einen kleinen, ne, so Feder hat, die so ein bisschen, aber auch gerade mit dieser schwarzen, also mit dieser dunklen Färbung hier vorne, könnte ein Kardinalsvogel sein. Sicher bin ich mir nicht. Gucken wir mal. Brauchen wir auf jeden Fall noch 5 Level Meso zu. So be it. Das ist dann auch der letzte, tatsächlich. Und da müssten wir hier oben auf jeden Fall noch ein Achievement bekommen für sämtliche Vogelarten. Well, well, well. Ja, schade, dass die halt für die Main-Sim so überhaupt nichts mehr tun. Ne? Also sie sind dann halt da, der Vollständigkeit halber, aber sinnvoll sind die halt nicht. Das ist immer so ein bisschen schade. Wir gucken nochmal rüber ins Jenseits, was da so geht. Oh, Alter. Gerade die ganze Zeit voll blöd mit untergeschlagenem Bein gesessen. Also eigentlich war es bequem, so lange bis das Knie anfängt weh zu tun. Aber nun ja, man kann ja nicht immer gewinnen. So. Ich würde ganz gerne... Ach, mehr können wir uns noch nicht leisten. Tja. Erstmal Triton. Das ist jetzt so der Deal. Gucken, was da noch so bei rumkommt. Homer-Auszahlung, sehr schön. Körpergürtel. Ich finde das alles sehr gut. Und dann bin ich versucht, die beide tatsächlich aufzuwerten, oder? Let's go. So, Foto von Eris können wir noch nicht machen. So weit sind wir noch nicht. Was haben wir denn hier sonst noch so? Körpergürtel auf 1 aufstufen. Okay, das können wir tatsächlich mal relativ zeitnah angehen. Wie viel brauchen wir dafür? 8E35. Ja, aber da können wir ja hier zwischendurch schon mal ein bisschen leveln. Können wir einzelne Level schon mal reinstecken. Das macht das auch schneller. Astronomische Missionen abschließen. Pluto nochmal aufstufen. Braucht schon E36. Ja, aber guck mal. Also die vier gehen doch jetzt aber relativ zügig noch. Heliosphäre hier unten wird dann wahrscheinlich einfach sehr teuer. Also Eris auf 2 und Io auf 9 ist schon mal eine Ansage. Wie weit waren wir bislang mit 9?
bis zum Asteroidengürtel und Io kommt ein ganzes Stück später. Wir können aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen was aufwerten. Alles, was weniger als E33 kostet. Ja, oder so bis E3, bis so Mitte E33 ist mal okay. Oh Mist, das waren 34, shit, das wollte ich nicht. Das springt immer noch mal hoch, das ist so... Da wechselt der Wert immer noch mal. So. Ja, aber komm, auf 9 ist jetzt auch nicht so... ja, sind schon E43, das ist nicht zu unterschätzen. Gesagt, keine Ahnung, warum ich das hier gerade mache. Wirklich wichtig ist das nicht, ne? Aber wer weiß, bevor ich mir jetzt hier alles durchlese, leveln wir einfach mal alles mit. Wird schon irgendwie sinnvoll sein. Im Zweifelsfall erreichen wir eine neue Stufe, kriegen neue, wie heißen die Dinger hier, Verstärkungen und machen damit den nächsten Reset noch eine Idee schneller. Kann so verkehrt nicht sein. Ja, nice. Ich würde ganz gern hier zumindest die beiden Sachen noch mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob wir da so schnell hinkommen, dass es nur lohnt. Wahrscheinlich nicht. Oder? Warte mal, wir brauchen... Was brauchen wir denn für den Körpergürtel? Wir brauchen nur noch 2 E35, das geht schon relativ fix. Vor allem, wenn wir hier in Einzelschritten aufwerten, geht das nochmal eine Idee schneller. Da können wir auch einfach nochmal kurz ein bisschen mitklicken. Das bringt ja auch nochmal ein bisschen was. So. Habe ich heute auch schon lange nicht gemacht. Tatsächlich. Also habe ich heute, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Dann noch einmal für knapp 9 E34. Krass, Homer aufwerten ist dann schon relativ teuer, muss man ja sagen. Also selbst ein Level mit knapp 2 E36. Schon mal ein kleiner Sprung. Dann kriegen wir auf jeden Fall kein Foto von Iris. Das können wir halt total knicken. Also kriegen wir schon, aber dazu müssen wir Homer halt aufwerten und Iris. Also zumindest jeweils ein Level kaufen. Da sehe ich mich halt so zügig nicht. So, das bringt jetzt 2 E33 pro Sekunde. Aber bis E36 ist, sind das dann schon so 15, naja, Hälfte ungefähr. So 7, 8 Minuten, so lange wollte ich jetzt nicht warten. Aber das Ding haben wir zumindest erledigt. Nice. Okay, Marke, Marke, Geschwindigkeit. Boah, Hellbob. Okay. Aber Marke, Marke, Geschwindigkeit. Sehr gut. Wenn wir das noch weiter leveln können, das bringt uns richtig gut vorwärts. Ja, gut, ich glaube, dann haben wir hier so den Slowdown-Punkt erreicht. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles machen? Also ich könnte jetzt hier direkt die Merkmale aufstufen, aber ganz ehrlich, für das bisschen Dark Matter, was da rumkommt, da warte ich erstmal, was hier hinten noch aufzuwerten ist, also bei Homer, Marke, Marke und Iris. Da wird wahrscheinlich ein bisschen was gehen. Und da müssen wir von den vorderen vermutlich nur eins machen. Das passt dann schon... Dunkle Materie sammeln wir dann hiermit und... Lohnt das? Ah, ist schon okay. Und hier mit den nächsten Missionen dann auch genug. Das geht relativ fix. Ja, ich glaube ab Haumea auf 2 wird es dann... Wobei, das hatten wir auch schon, oder?
Oh, auf 3 sogar schon, okay. Ja. Müssen wir mal gucken, Iris auf 2. Also ich glaube, so von der Stufe zu der Stufe hier, da wird es dann einen Augenblick dauern. Aber ja, spätestens wenn wir die Heliosphäre haben, bin ich auf jeden Fall mit der Aufnahme wieder am Start. Wahrscheinlich können wir uns vorher einfach hier was leisten. Aber wir haben jetzt vermutlich noch immer nicht die 4E irgendwas. Nein. Noch immer nicht. Und ich habe auch keine Lust jetzt irgendwie hier... Aber es sind nur noch 8E11, ne? Jetzt werden es noch so 2 Minuten ungefähr. Komm, das sitzen wir jetzt nicht mehr aus, aber ich lese euch den Sekundärspiegel einfach schon mal vor. Nachdem das Sonnenschild angebracht war, wurde als nächster Schritt der Sekundärspiegel von Webb ausgeklappt. Dieser Spiegel, der sich hinter dem Hauptspiegel befindet, hilft, das Licht zu fokussieren und ein klareres Bild zu liefern. Dann machen wir den Hauptspiegel, also eigentlich lesen wir immer erst, wenn wir es haben, aber ich werde die einfach halt quasi offscreen mitnehmen. Deswegen lese ich das jetzt auch schon mal und es sind ja nur die beiden. Die goldenen Spiegel des optischen Teleskopelements sammeln das Licht von fernen Sternen und Galaxien. Je größer die Spiegel sind, desto mehr Licht reflektieren sie und desto mehr Details kann das Teleskop beobachten. Und die 6,5 Meter Anordnung von Webb ist eine der größten überhaupt. Der letzte Satz liest sich, also letzter Halbsatz liest sich voll komisch, aber okay. Ich wüsste halt gerne, warum sie das aus Gold, also beziehungsweise aus vergoldetem Beryllium gemacht haben, aber das muss ich mir wahrscheinlich mal auf Wiki durchlesen oder in einem NASA-Video angucken. I guess. Ja, jetzt schon gern. Oh, wenn das geht. Ah, richtig gut. Das hat auch noch mal ein bisschen was gebracht. Es sieht inzwischen übrigens schon relativ fancy aus. Also viel fehlt nicht mehr. Wir sind auf einem guten Wege, dass der Laden hier vollständig wird. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter rauszoomen, aber weiter geht nicht. Ach, na komm. Die 4E13 können wir jetzt nochmal mitnehmen, oder? Und dann würde ich ganz fix nochmal ins Meso rüber gucken, ob wir da noch 1-2 Geoden aufmachen können. Damit ich nicht wieder alles 100% offscreen mache. Da passiert schon sowieso genug offscreen. Das Meso ist übrigens richtig super. Die Geoden geben so oft Davinium. Das ist so crazy inzwischen. Also wie viel Davinium ich da irgendwie in den letzten 24 Stunden rausgezogen habe. Schon übertrieben. So, welche Nachkommastelle fehlt jetzt noch? Okay, jetzt geht's. Nice. Gut, dann haben wir hier noch einen kleinen Boost. Lassen das aber erstmal wieder alleine. Gehen nochmal ins Meso. Sollten hier zumindest 1-2 Geoden noch mitnehmen können. Ja, mit 1E23 ist das auch schon mal ein ganz guter Wert. So und öffnen. Okay, nichts Spannendes drin. Warum kommen jetzt die ganzen Low-Level-Viecher? Das ist doch Grütze. Gut, dann machen wir jetzt nicht so viele Geoden, sondern ich level tatsächlich erstmal hier oben, weil ich halt einfach gerne mehr Einkommen pro Sekunde hätte. Damit das hier ein bisschen besser läuft. Also ich werde tatsächlich ja, wahrscheinlich die 3 hier, also ein T-Rex, Spinosaurus und Iguanodon dann erstmal mitnehmen. Iguanodon lohnt im Moment auch noch nicht so richtig, ne? Dafür sind die Merkmale noch zu wenig aufgewertet, aber so Spinosaurus und T-Rex sind im Moment so die beiden, die hauptsächlich lohnen. Dann nehme ich die erstmal ein bisschen mit und dann, ja, das passt schon. Okay, aber ja, wir haben Progress. Ich finde es richtig gut. Das ist tatsächlich das, was mir in letzter Zeit ein bisschen gefehlt hat. Von daher würde ich jetzt sagen, doch,
Holy Smokes, viel zu lange aufgenommen, aber okay. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.